Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Spätestens seit das iPhone 8, 8 Plus und X eine Glasrückseite haben, habe ich mir immer mehr Gedanken zum Thema Hüllen gemacht. Ich hatte diverse Hüllen von Apple, die Silikonhülle, die Lederhülle, die nach einem Jahr aussah wie ein getragener Gürtel, nach einem guten Jahrzehnt. Ich hatte von Spigen eine Hülle und ich hatte auch zu meinem Olloclip damals eine Hülle, weil der Clip da besser gepasst hat. Und jetzt habe ich welche von Rhinoshield im Test gehabt. Warum diese sich jedoch auszeichnen im Gegensatz zur Konkurrenz und was diese so cool macht und wieso ich davon begeistert bin, das zeige ich euch heute nach dem Intro. Viel Spaß! Die Marke Rhinoshield wird einigen von euch sicherlich schon was sagen, die auf YouTube ein bisschen unterwegs sind, denn Felix Barr und Aino Review beispielsweise haben die Hüllen von Rhinoshield aus 1000 Fuß aus einem Helikopter fallen lassen und diverse iPhones dabei zerstört. Viele sind aber auch ganz geblieben und das ist beachtlich und spricht für deren Qualität. Offiziell sollen diese einen Sturz von 3,5 Meter aushalten, aber das nur von weg. Rhinoshield an sich ist eine Marke, die sehr viel Wert auf die Qualität achtet und 99% der Hüllen heutzutage haben den Stoff BPA drin. Dieser ist schädlich für Kleinkinder und für Mütter und Rhinoshield-Hüllen sind frei von diesem Stoff und das zeichnet diese im Gegensatz zur Konkurrenz stark aus. Dabei gibt es natürlich nicht nur Hüllen für die iPhones, sondern auch für andere Hersteller und es gibt immer vier Linien. Zum einen ist das Solid Suit, die wir hier sehen, dann gibt es Playproof, Crash Guard und die Mod-Linie. Diese sind unterschiedlich modular und in der Qualität natürlich immer gleich und das angesprochene BPA ist überall nicht enthalten. Ich hatte jetzt zum Testen von Rhinoshield einmal die Solid Suit und dann noch die Mod zur Verfügung gestellt. Danke an der Stelle nochmal. Und die beiden konnte ich an zwei verschiedenen Geräten testen. Einmal meinem iPhone 6S Plus und dann noch dem iPhone 8 Plus, da es die Solid Suit Hüllen nur für die neuesten Modelle gibt. Und diese beiden hatte ich im ausführlichen Test. Die unterscheiden sich wesentlich, denn die Solid Suit hat in diesem Fall eine Carbon-Rückseite und die Mod eine Glas-Rückseite. Beziehungsweise Kunststoffrückseite, die durchsichtig das Handy zeigt oder wenn man möchte, kann man das Ganze auch als Bumper verwenden. Wie man aber auch schon an der Aussparung sieht, sind diese Rückseiten natürlich auch für die großen Modelle zu verwenden und nur der Rahmen außen unterscheidet sich da. Ist natürlich einfach ein Herstellungsfaktor, wo man nicht so viele Varianten haben muss. Ansonsten sind die Hüllen aber von den Aussparungen und Ähnlichem genau auf das Gerät angepasst, was ihr gerade bestellt. Die Solid Suit gibt es zudem außerdem noch mit einer Metallrückseite, Mikrofaser, Leder, Holzvariationen, einem ganz normalen Kunststoff und eben hier dem angesprochenen Carbon. Das sind hochwertige Materialien, so ein Mikrofaser zum Beispiel fühlt sich ein bisschen an wie Alcantara und dieses Carbon hat so ein eigenes Gefühl, lässt sich sehr schön in der Hand halten, ist ein Handschmeichler. Auf der anderen Seite die Mod ist natürlich ein bisschen kunststofflastig, ist sehr glatt hinten, aber man sieht natürlich das Handy durch und gerade bei so einem iPhone 8 Plus mit der Glasrückseite macht es sich natürlich auch schön. Beide Varianten sind jedoch bei Wireless Charging perfekt, denn man kann es einfach hinlegen und das Handy lädt, egal ob man da jetzt Carbon auf der Rückseite hat oder Kunststoff. Ich kann das natürlich nicht bestätigen bei den Holz- und Metallvarianten, das müsst ihr selber austesten oder bei Rhinoshield mal nachfragen. Neben den perfekten Aussparungen an der Unterseite für Kopfhöreranschlüsse und Mikrofone und ähnliches, wo zum Beispiel beim Lightning Port sogar Drittanbieterkabel reinpassten, die ein bisschen dicker sind, und einem sehr guten Aussparung für den Mute-Switch, sind die Verarbeitungen sehr gut und man hat zusätzlich an der Unterseite noch eine Möglichkeit, so eine Öse für eine Art Kameraschlauch oder so einzubringen. Wer da Interesse hat, das liefert diese Hülle auch. Kommen wir jetzt aber mal zu dem, wo ich vorhin meinte, was Rhinoshield an sich auszeichnet, weil der Markt ist groß, gesättigt und jeder Hersteller braucht da so ein bisschen was Eigenes. Und das habt ihr hier schon gesehen, das sind nämlich die Knöpfe und an sich die Modularität. Also ich kann hier bei der Carbon-Variante jetzt hier gelbe Knöpfe reinmachen, ich kann aber auch jede andere Knopffarbe machen, die ich möchte. Da gibt es ein Pink, ein leichtes Rosa, es gibt Grau, es gibt Weiß, Schwarz, Blau, Rot, durchsichtig, also das ist für jeden Geschmack was dabei und man kann, wenn man sich die Hüllen online bestellt, das je nach Bedarf konfigurieren und mit dazu bestellen. Richtig modular wird es dann bei der Mod-Hülle, die hat deswegen auch den Namen und wenn man die Knöpfe ausgetauscht hat und sich in der persönlichen Farbe konfiguriert hat, kann man auch noch die Rückseite entscheiden. Ich habe jetzt hier die Klarsicht-Variante, wenn ich jetzt aber hier kurz schüttel, habe ich jetzt auf einmal einen Bumper auf der Rückseite, wo man dann auch noch die Farbe des Akzentstreifens, der sich durch das eingebastelte Kunststoffteil ergibt, den kann man auch noch konfigurieren und dann hat man diesen Bumper-Style, wo man jetzt hier zum Beispiel schön den
Metallrückseite von dem iPhone fühlen kann und auch wenn es in der Hand liegt, und auf der anderen Seite bei anderen Modellen, zum Beispiel beim iPhone 8, eine Glasrückseite ganz normal in der Hand und außen trotzdem den Schutz. Wenn ich jetzt nochmal schüttel, habe ich jetzt eine Blumenrückseite und das ist jetzt von der Firma Chroma. Das ist eine Tochterfirma von Rhinoshield, die hier in Deutschland vorwiegend diese bunten Rückseiten verkaufen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich habe jetzt hier so ein Blumenmuster und so kann man sein Handy dann noch individuell gestalten. Gibt es viele, viele Designs. Gibt es auch zum Beispiel von Aino Review ein buntes Rückseitendesign, wo man sich das aussuchen kann und wo man dann sein Handy noch individueller gestalten kann, trotzdem die Rückseite durchsieht und vorne natürlich sein ganz normales Display hat. Finde ich eine coole Variante und da kann man sein Handy noch modularer gestalten. Wer dann noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten haben möchte und sein Handy noch individueller nutzen will, für den gibt es dann noch Adapter, wo ich jetzt leider keinen Test hatte, möchte das aber an dieser Stelle erwähnen, um die Modularität noch mehr herauszustellen. Und mit diesen Adaptern kann man dann eigene Kameralinsen auch von Rhinoshield hinten anbringen, kann, wo man dann eine Fischaugenlinse, einen Weitwinkel oder ähnliches anbringt. Und das kann man direkt in seiner Hülle tragen, das heißt, man muss nur noch die Linse nehmen, anschrauben und hat dann noch mehr Möglichkeiten mit seiner Kamera. Damit wird diese Hülle noch modularer und ich glaube, das ist wirklich einzigartig. Das Ganze wäre natürlich nicht halb so viel wert, wenn man das jetzt irgendwie umständlich wechseln würde. Und dazu zeige ich euch jetzt mal hier, wie das geht. Und zwar nimmt man einfach das Handy ganz normal aus der Verpackung raus. Und wenn man das draußen hat, kann man dann hier zum einen natürlich die Knöpfe ändern, weil diese ja offen da liegen. Und jetzt ändere ich mal hier den roten Knopf in den weißen um, einfach zum Zeigen. Und dann kann man an dieser Stelle noch die Kunststoffrückseite rausmachen. Das geht auch einfach, die zieht man einfach raus und dann kann man hier zum Beispiel die Chroma-Variante nehmen, hinten einlegen. Das wollen wir jetzt nicht machen, sondern wir wollen jetzt einen Bumper draus machen. Dazu nehme ich jetzt hier diesen Kunststoffteil, lege diesen hinten ein. Da muss man darauf achten, wo was hingehört, geht aber auch einfach und dann kann man schon das Handy nehmen, wieder reinlegen, positionieren und dann ganz normal reinklippen. Wenn man das Ganze drin hat, sitzt es natürlich bombenfest, vor allem oben und unten an den Ecken. Da, wo es wichtig ist, da, wo beim Sturz die größte Gefahr lauert, da sitzt es fest. Ein bisschen Probleme hat man an den Seiten. Da ist ein gewisses Spiel drin, das braucht man aber zum einen, dass man das Handy natürlich wieder rauskriegt und zum anderen, dass das Ganze modular wechselbar ist. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil im Gegensatz zu anderen Hüllen, die fest verbaut sind. Da merkt man das nicht so, weil diese ja hinten auf der Rückseite dann fest verbunden sind und dadurch nicht dieses Spiel ermöglichen. Ich hatte jetzt die beiden Hüllen wirklich über einen Monat im Test und vielleicht habt ihr es bei einer oder anderen Aufnahme gesehen. Es sind auch ein, zwei Schrammen an den Hüllen, aber natürlich ist den Handys dabei nichts passiert und das ist ja das Wichtigste bei einer Hülle, die jetzt so um die 30, 40 Euro kostet. Wenn man die mal austauschen muss, ist das besser als ein knapp 1000 Euro teures Smartphone und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also beide Hüllen liegen perfekt in der Hand. Das 8 Plus gehört meiner Freundin, die hatte das jeden Tag dabei. Es hat ihr sehr gefallen, vor allem diese Knöpfe, die man farblich anpassen kann, wo man fast, wenn man jetzt ein rotes Kleid anzieht, dann rote Knöpfe am Handy hat, wo man sich da modisch sehr anpassen kann, das Ganze individuell gestalten kann, wie man möchte. Und auch mir hat die Mod-Hülle sehr gut gefallen, einfach durch die Rückseite, weil ich dieses Metallfinish vom iPhone sehr liebe. Und da auch gerade dann der Bumper eine schöne Variante ist. Die Blumenrückseite war jetzt für mich persönlich nicht so das Wahre, aber da gibt es auch andere coole Designs, wo man dann das Ganze ranmachen kann und wo jeder seine Version finden kann. An dieser Stelle kann ich also als Fazit sagen, dass das Ganze wirklich super Hüllen sind. Die sind sehr gut verarbeitet. Ich finde auch, dass der Kunststoff sogar besser verarbeitet ist als bei den Apple-Hüllen, weil bei denen dann nach wenigen Monaten schon der Kunststoff abging und hier die Verarbeitung um einiges höher ist. Das Carbon auf einer Rückseite ist cool. Ich finde die auch um einiges besser als andere Carbon-Hüllen, die ich schon gesehen habe, die das nicht so ganz gut verarbeitet haben. Das ist stimmig im Material eingeflossen. Ich finde die Verarbeitung super. Ich weiß, dass wenn das Handy runterfällt, nichts passiert. Und das Modulare ist ja eh einzigartig auf dem Hüllenmarkt aktuell. Wenn ihr also aktuell auf der Suche nach einer sicheren und coolen Alternative zu anderen Hüllen seid, dann schaut gerne einfach mal bei Rhinoshield vorbei. Natürlich verlinke ich euch unten das Ganze auch in der Infobox. Da könnt ihr euch dann für euer Modell das Ganze aussuchen. Und bleibt auf jeden Fall bei Jonas dran, denn eventuell kommt in einem der nächsten Videos auch was zu gewinnen zu dem Thema. Also abonnieren nicht vergessen. Und ich würde mich sehr über ein Feedback von euch freuen, denn so zeigt ihr mir, was in den Videos gut funktioniert, was vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Und ansonsten Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.